Es werden Seehechte gefangen. Seehechte, Seehechte, Seehechte. Immer wieder Seehecht. Und ich fahre jetzt raus zum 80-Meter-Loch und wir testen auf Seehecht. So, und da sind wir auch schon fast am 80-Meter-Loch, an der 80-Meter-Sandbank. 80 Meter tief das Ganze. Wir fahren mal so ein bisschen mehr in Richtung der 80, so in dieser Area. Mal ein bisschen mehr rechts, mal ein bisschen mehr links. Also so in dieser Area, da wollen wir sein. Und es werden einfach immer wieder in den letzten Tagen jetzt hier Seehecht-Trophies gepostet. Immer wieder auch zu sehen im Discord. Link zum Discord unterm Video. Und da gibt es jede Menge Infos zu dem Spot. Und zuletzt hier eben auch nochmal vom Big Cowley, der eben seine Seehechtstrophy hier gefangen hat. Auf Octopus. Octopus, hier sind sie, diese Colored Octopus. Ja, reingeschossen auf das Teil in grün. Gucken wir mal, ob das jetzt hier hilft. Zusätzlich hat ja auch die letzten Tage sehr gut funktioniert, dieser große Gummifisch. Gucken wir gerade mal eben. Genau, da ist er. Der große Gummifisch hier. Das Teil hat wohl auch in letzter Zeit sehr gut funktioniert mit Seehecht. Habe ich auch schon im Stream probiert. Und ja, da ging auch schon ein bisschen was rein. Aber leider bisher noch nicht so richtig groß. Und deswegen testen wir das jetzt einfach nochmal hier auf Pilker. Weil das ja mit diesem großen Blauen so gut funktioniert hat, mit dem Zackbiss. Weil das mit dem großen Blauen halt so gut funktioniert hat, teste ich jetzt hier an dem Setup einen richtig großen blauen Pilker. Plus zusätzlich eben die grünen Octopus. Hoffen wir mal, dass das ein bisschen lockt. Ich bin jetzt einfach hier blind rausgefahren. Ab aufs 80er. Irgendwas wird da schon reingehen. Irgendwie werden wir doch hier jetzt den Seehecht mal fangen können. Kann noch nicht so lange dauern. So, machen wir mal hier den Föhn ein bisschen leiser. So, wow. Reicht doch. Perfekt. Da siehst du, Doggerschabe. Doggerschabe nehme ich auch gerne mit. Und direkt wieder raus. Ja, mit dem großen Gummifisch hatte ich jetzt die Tage ja im Livestream getestet. Danach hatte ich es auch nochmal getestet, eine Stunde. Und ja, es war okay. Es war wirklich okay. Es sind ein paar Hechte reingegangen. Aber es ist dann auch manchmal so ein bisschen tricky, da richtig schön in eine Führung reinzukommen. Also die Frequenz war da äußerst gering. Und wenn man dann die ganze Zeit schleppt damit, kann man das natürlich auch machen. Dann fährt man natürlich hier quer über den ganzen Acker. Also man fährt hier einmal quer über die 80 oder wieder zurück. Und dann hat man halt immer mal wieder Bereiche, wo es funktioniert. Aber dann eben auch ganz viele Bereiche, wo man sich denkt, ja, hätte ich mir auch sparen können. Also theoretisch, ich sag mal, das Kerngebiet war hier bis hier zum Rand hin. Da waren dann auch immer mal wieder Einschläge von den Hechten. Hier in der Area, hier in dem Bereich. Also grob, ich sag mal so in diesem Bereich, ging das eigentlich immer ganz gut mit dem Seehecht. Und jetzt teste ich das einfach mal mit dem Pilken. Da treibt man ja nicht ganz so schnell. Und ja, im Idealfall, genau, hat man dann hier eine Stelle und kann die dann richtig schön gezielt beangeln. Und vor allem ist das Pilken auch nochmal ein bisschen einfacher. Und dann geht da hoffentlich gleich auch der Seehecht rein. Jetzt heißt es natürlich ein bisschen rumprobieren und testen und testen. Guck mal hier, hier haben wir sogar Population oder verschiedene Spots hier in der Area. 74 Meter Tiefe, 80 Meter Tiefe. Gucken wir mal, ob wir hier noch einen kriegen. Na zack, und da geht der nächste rein. Was ich jetzt mal probiert habe, war starkes Pilken. Auch das hieß es, soll sehr gut funktionieren. Habe ich bisher sehr selten gemacht. Aber auch das kann man ja mal testen. Hat aber auch ein bisschen gedauert. Also bis da der erste Einschlag jetzt kam, hat ein bisschen gedauert. Beim normalen Pilken hatte ich jetzt gerade schon einen kleinen Seehecht dran. Allerdings wirklich was Kleines unter einem Kilo. Gucken wir mal, was jetzt hier reingeht. Genau, und ich war jetzt zwischendurch auch mal nur so auf 65 Meter Tiefe. Da waren hier so Anzeigen, dass da große Schwärme oder große Populationen sind. Ist natürlich dann immer die Frage, was ist es, was da angezeigt wird. Und da kann man das dann einfach mal ein bisschen testen. Gucken wir mal, was wir jetzt haben.
Ja, den Kabeljau. Den hatte ich allerdings auch gestern sehr, sehr viel. Jetzt fahre ich noch mal ein bisschen mehr zur 80 zurück. Also in die Mitte sozusagen. Passt das so? Ja. Und wir fahren noch mal ein bisschen hoch, genau. Und stopp. Und dann geht es jetzt hier noch mal wieder raus. Also, mit dem Setup. Ja, das gesamte Setup natürlich jetzt so, wie gesagt, hier mit dem Hunter in Blau aufgebaut. Alles andere eben komplett auf grünlich. Und hier mit dem grünen Oktopus. Hier einfach mal zwei mit diesen fluoreszierenden Perlen und grün dabei. Aber ansonsten hier relativ groß, 6er-Haken. Und eben hier die Colored Octopus 1508. Und ja, das Ganze bin ich noch mal gespannt, ob da jetzt noch ein bisschen was Großes reingeht. Also es kann natürlich auch irgendwie was Größeres reingehen. Nehme ich natürlich auch gerne mit. Also die Gefahr besteht. Wobei so ganz riesig groß sind ja hier die Octopus nicht, die 15er. Also das sollte eigentlich ganz gut funktionieren, auch mit einem etwas kleineren Setup. Heißt also, wenn man hier vielleicht mit einer Wenger steht oder mit einer Goliath, dann sollte das doch eigentlich ganz gut gehen. Bisher war noch nichts dabei, was eben so richtig schwer ist und was einem da dann irgendwie einen ewig langen Drill verschaffen könnte. Das macht natürlich dann auf einer Stationärrolle nicht so richtig Bock. Wobei man, wie gesagt, mit einer Pilkrute sollte das eigentlich auch noch gehen. Der Seehecht ist jetzt ja nicht ganz so schwierig. Und da geht der nächste rein, jawohl. Zack, jawohl. Ja, gerade von der Tiefe, oha, von der Tiefe gerade so ausgelotet, dass das gepasst hat. Ziemlich genau, na, was haben wir denn da dran? Ziemlich genau auf die 85. Und dass man trotz allem eben noch, oha, der hat vielleicht ein bisschen mehr Bock. Dass man eben trotz allem noch genau, oh, 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 oha. Oha, was haben wir denn da dran, Alter? Das ist kein Seehecht. Oha. Da hat einer aber ein bisschen Bock und Power. Ich mach nochmal dicht. Kopfschläge. 180er. 180er Setup. Oh, da muss ich jetzt aber aufpassen. Eieieiei. Passt das? Sonst lasse ich ihn vielleicht erstmal noch so ein bisschen gehen. So, hören wir mal ein bisschen auf zu kurbeln. Erstmal ein bisschen eskalieren lassen. Und wenn er dann wieder locker lässt, dann können wir immer noch kurbeln. Alden, hallo, hallo, bitte. So, jetzt reicht aber. Jetzt reicht aber. Ey, ah, da kommen die Kopfschläge. Wie er sich windet. Ey, der hat ja richtig Bock. Was ist denn da los? Ui. Ey, 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 ey. Wie er abgeht, ey. Wie er abgeht. So ruhig. Alter, immer direkt die Actionbar im Blick, ey. So, jetzt kurbeln wir einfach locker hoch. Einfach locker hochkurbeln. Bisschen noch was essen. Dass wir genug Power haben und schön entspannt hochziehen. Mit dem langsamen Gang hier. Natürlich nicht mehr mit dem Elektrogang, mit dem Speedgang, sondern einfach langsam. Mit ein bisschen mehr Kraft, ein bisschen mehr Übersetzung hochziehen und gut ist. Ja, wie gerade schon gesagt, also genau auf die 85, genau so ausjustiert von der Größe, dass es beim Anheben direkt in den Pilk ging, beim Absinken ein bisschen gebraucht hat und so ganz knapp wieder die Grundberührung da stand. Also stand die ganze Zeit Pilken und dann ganz kurz immer nur Grundberührung, zack, Pilk, Grundberührung, Pilk. Also quasi die Köder sind die ganze Zeit so an der Oberfläche oder auf dem Grund sozusagen rumgehüpft. Und dann kam jetzt hier gerade der Einschlag, aber eben auch der letzte Seehecht, das hat auch gerade ganz gut funktioniert, dass man dann eben genau guckt, dass man da eben richtig schön, ja, quasi beides hat, ne? Einmal dieses Bewegung in Grundnähe und dann auch noch das Pilken, dann hat man ja direkt zwei Lockmethoden sozusagen. Na, jetzt bin ich aber gespannt, was das ist. Ja, das ist natürlich immer so ein Ding, ne? So ein Riesenbrocken. Gerade hat er nochmal so ein bisschen Gas gegeben. Ich musste tatsächlich einmal kurz aufmachen, nochmal die Bremse, weil er einfach zu heftig gezogen hat. Aber es ist immer schwierig jetzt zu sagen. Also für einen ganz großen Fisch ist er eigentlich zu klein, macht er zu wenig Terz. Und für die kleineren
Fische als Trophy-Größe ist er, glaube ich, zu schwer. Schwer zu sagen, was es ist. Vielleicht so ein Mittelklasse, entweder ein kleiner Grönlandhai oder einen Heringshai. Oder, ja, wobei so mit diesen Kopfschlägen, ich weiß es nicht, schwer zu sagen. Schon lange nicht sowas gehabt. Eigentlich war die Power da, aber er wehrt sich auch eigentlich jetzt nicht mehr, ne? Na, gucken wir mal, was es ist. Ich ziehe nochmal schön hier weiter durch. Einfach auf entspannt. Weiter hier am 80er, an der 80er Sandbank. Ja, wenn das natürlich ein richtig großer Hecht ist, dann muss er aber auch schon richtig groß sein. Das muss schon richtig andere Ausmaße haben, das Teil, ey. So, und wir kommen jetzt so langsam in den Bereich der 5 Meter. So langsam können wir doch irgendwo was sehen oder erkennen. Gucken wir mal, was sich da gleich aus der Tiefe her hoch heraufpellt. Stück für Stück, Meter um Meter, langsam, oh, 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 nach oben. Es sieht aus wie ein Hai. Es ist ein Hai, es ist ein Heringshai. Oh, 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 der hat aber Bock, oder? Der ist gar nicht mal so klein, ey. Kann das sein? Komm mal ran hier. Genug gekurbelt. Gutes Gewicht für den Heringshai, glaube ich. Oh, wie er aussieht, Alter. Wie er aussieht. Bäm! 98. Achter Heringshai. What? Okay, das ist Schmackofatz. Das hätte ich nur auch nicht gedacht. Alter Falter. Happy Hour Bonus auch noch dabei. 600.000 XP. Alter Falter, das schmeckt. Das schmeckt natürlich so richtig. Alter Falter, ey. 98. Und hier geht auch noch gestreifter Seewolf als Trophy rein. Der Void and Ashes, Alter. Ja, es läuft gerade einfach richtig gut hier. Jetzt müssen wir mal eben gucken, was er gefressen hat. Der Collared der Oktopus. Überleg mal, auf diesen kleinen 15er Oktopus direkt wieder rauswerfen, ey. Direkt wieder raus mit dem Ding. Bremse aufmachen. Alter, hier wird schon geschrieben, was ist denn los heute im Chat. Also es scheint richtig gut abzugehen. Ich würde sagen, die Woche mal richtig schön hier wieder am 80er testen, was hier läuft. Ich blende jetzt gleich natürlich nochmal schnell den Verkaufspreis ein von dem Heringshai. Und ich suche jetzt hier weiter den europäischen Seehecht. Das ist ja eigentlich mein Ziel gewesen. Also, jetzt gleich einfach nochmal weiter testen hier mit diesem Setup auf Heringshai, sag ich, auf Seehecht. Zack, da geht der nächste schon rein. Ja, gucken wir mal, was jetzt hier noch weiter geht. Ich würde sagen, testen, testen, testen. Auch einfach mal hier mit so Mittelklasse Oktopus. Scheint richtig gut zu gehen. Petri Lümmels zieht raus die Brocken. Wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, gefällt mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream auf Twitch und gleichzeitig auch auf YouTube. Das heißt also immer gleichzeitig live auf Twitch und auf YouTube. Und den machen wir zu Fischfetzen. Petri, bis zum nächsten Mal.